Moin, moin, meine lieben Leute, und willkommen zurück zu Little Nightmares 2. Wir befinden uns immer noch in der Schule, beziehungsweise im Gebäude von der Schule. Und sind der Lehrerin schon einmal entkommen. Ich glaube, wir müssen sie aber auch noch zur Strecke bringen. Das kommt bestimmt noch. So, und unseren kleinen anderen Freund haben wir leider verloren. Suchen wir gleich nochmal. So, da ist entschlossen, das heißt, wir gehen auf jeden Fall mal nach oben. Hier hat mal wieder jemand was gemalt. Ein Hund, der gekackert hat. Hier sind ein paar Schachfiguren, die... Aha. Super. Hier sind mehr Schachfiguren. Warte mal, sollen wir eine Schachfigur mitnehmen noch? Nee. Kannst du oben drauf bleiben. Kann ich noch mitnehmen hier? Nee. Okay. Okay, warte mal. Vielleicht brauchen wir dich trotzdem nochmal. Moment. Sieht so aus, als ob es hier so ein bisschen... Da ist auf jeden Fall jemand... Da ist ein anderer Kopf drauf, als wieder soll. Okay, das ist ein Schachspiel, also müssen wir vielleicht jemanden hier schachmatt setzen. Mal gucken. Hier ist ein Schalter, passiert aber gar nichts. Warte mal, dann machen wir es anders. Abmachen. Und dann machen wir dich da drüben erstmal drauf. Damit wir auf diesen Schrank kommen. So, runternehmen. Also wenn es ganz schlecht läuft, so. Ich würde sagen, das Ding da hinten fährt sich irgendwie. Wie man sieht. Nein, nein, lass den Kopf mal, lass den Kopf mal drauf. Ich weiß nicht, ob es richtig ist. Na, komm schon. Na, jetzt schmeißt du den auch noch. Ich glaube, das hackt. Keine Ahnung, ob das ein richtiges Spiel ist und man irgendwie die Figuren so hinstellen muss, dass alles schachmatt ist. Das weiß ich noch nicht. Bin ich noch ein bisschen überfragt. Aber wir gucken mal. Wir legen auf jeden Fall den nochmal dahin. Denn damit wir auf diesem anderen auch aufkommen. Bewegen kann ich nicht. Kann ich das Pferd bewegen? Also den Springer? Nee. Den kann ich auch nicht bewegen. Ach, Mist. Auch da. Passiert nichts. Könnte natürlich sein, dass der Kopf hier nicht hin soll, sondern dass wir den hier bestücken müssen. Irgendwie. Nee. Ich glaube, man muss ja irgendwie wahrscheinlich das. Ich bin jetzt nicht der super Schachspieler. Ich kenne so die Regeln, das war es dann aber auch. Aber man muss ja irgendwie den hier wahrscheinlich schachmatt stellen. Also, wenn das der Turm ist, der Turm darf ja immer nur gerade gehen. Das heißt, wenn sie einen Schritt zur Seite geht, schräg. Weiß ich, was ist ja wahrscheinlich der König. Dann ist sie ja schon aus der Reihe. Wenn ich aber. Die Königin, die hier aufsetzt, dann kann der hier und hier nicht hingehen. Weil dann wird er von der Dame geschlachtet. Aber er hat immer noch Platz, hier, hier und hier hinzugehen. Das heißt, es muss hier noch. Gibt es vielleicht noch irgendwo irgendwas? Nein, nein, lass den mal drauf. Oder warte mal. Ah, ich hab's. Nee, hab ich doch nicht. Mal kurz. Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass das die Dame ist, ne? Huch, schmeiß die da rum. Was anderes wüsste ich jetzt nicht. Ach, guck mal, da geht's ja noch weiter. Pass auf, wir stellen jetzt mal das Ding nochmal hier rauf. Wo ich hier rein, Philosophie. Gucken wir doch mal, was es hier noch gibt. Gibt es ja wahrscheinlich noch mehr Köpfe von den Schachfiguren. Dann habe ich mir die ganze Rätselei umsonst gemacht. Guck mal, da steht ja. Oh, da steht, glaube ich, die wichtigste Figur mit. Das ist ja der. Ist das der Läufer? Müsste der sein, oder?
So, dann können wir das nämlich auch schachmatt stellen. Die Figur, das Figürchen. So, der Läufer darf ja immer nur schräg. Darf nur schräg laufen, ne? Das heißt, er könnte da hochgehen. Das heißt, bringt uns bei der Figur gar nichts. Bringt uns aber bei der Figur was. So, Läufer. So, den Turm, den lassen wir auf jeden Fall da. Und jetzt mal gucken. Das Problem ist bloß, wenn diese Figur, egal wie sie geht, wenn sie hier hochgeht, dann ist sie auf jeden Fall erwischt. Das heißt, ich kann ja nur auf den Turm raufklettern, das ist das Problem. Und stellen die Dame hier hin. So, das heißt, die kann geradeaus. Das heißt, diese Figur, wenn sie nach oben geht, wird sie geschlagen von dem, egal in welche Richtung. Dann geht der König nach da, wird er vom Turm geschlagen, egal in welche Richtung. Geht er nach hier, also hier zu dem weißen Feld, dann wird er von nix geschlagen. Das heißt, es muss irgendwo noch ein, muss ja irgendwo noch eine Figur geben, einen Kopf oder irgendwas geben. Dann mal gucken. Aber was? Oder ist das hier? Ist das hier die Dame? Warte mal. Ist das der König da hinten? Ich kenne mich, also Beschaffung kenne ich eigentlich aus. Aber jeder könnte ja anders aussehen. Also das heißt, wenn wir die beiden vertauschen, warte mal. Nein, auch warum schmeißt du das denn immer gleich? Ist aber auch ein bisschen. Ist aber auch ein bisschen dumm, ne? So. Und den dahin. Ah, okay. Der macht Sinn. Na, ach, lass doch diesen Kopf mal drauf. Und so. Was ich auch. Was für ein Haiopai. Was für ein Blecheimerkopf. So. Ah, oh, der Key. So, holen wir zum Schlüssel. Alles. Perfekt. So, hier raus, ne? Nicht aufs Sofa. Brauchst du sie bequem machen? Hier geht's raus. Gut, dass die Türen immer automatisch beim Schloss aufgehen. So ein Drehknauf ist, glaube ich, sehr schwierig aufzumachen. Von der Seite aus. So. Gerade bei der Größe auch. Okay. Das ist nicht so schwierig. Ich habe irgendwelche komischen Geräusche in der Küche hier. Ist das die Kantine der Kinder? Könnte gut sein. Okay, wir müssen aufpassen. Okay, das war dumm. Aber ich glaube, kann man die eine nach der anderen killen? Weiß es nicht. Bin nicht so ein brutaler Killer, aber. Oder schleichen wir einfach dran vorbei? Ich glaube, vorbei schleichen ist nicht, ne? Das muss leider sein. Nein, wieso? Lässt er das Ding los? Ich
glaube es ja nicht. Okay. Ich glaube, gab es eine andere Alternative? Nee, ne? Ich habe jetzt keine andere Alternative gesehen, ne? Das ist das Problem. Ich dachte, ich würde den vielleicht nicht killen, aber. Oh Mann, ey. Der bleibt immer so ein bisschen vorher stehen, kann das sein? Dass ich ihn gar nicht erwischen kann, so richtig? Macht sonst so aus. Gehen wir mal. Auch bei den ganzen Gremlins hier gar nicht durchkommen. Aufpassen. Wir gehen alle ganz schön durch hier. Oh, was wird jetzt? Ja, wenn ihm auf den Kopf gefallen wäre, dann wäre es Ende Gelände gewesen. Muss ich aufpassen, ich glaube, die sind alle ein bisschen. Oh, die freuen hier, die ganzen Kinder. Fällt euch das da oben runter? Sehr gut. Wo einfach zum Werfen? Ja, okay. Das können wir nicht werfen, wir können hier hoch. Und dann hier. Auf der anderen Seite. Lass mal das Glas stehen. Guck mal, ich kann hier über den Ventilator laufen. Das ist gar kein Ventilator, ist nur ein Brett. Achso, warte. Hier? Ja. Nee, warte, darüber können wir. Nee, warte. Jo! Das war dumm. Nicht nur ein bisschen, das war richtig dumm. Okay, wir müssen da irgendwie an die Seite ranspringen, aber das war jetzt nicht so clever. Schade, dass er nicht oben gespeichert hat. Ich muss den ganzen Weg wieder da hochklettern. Und sind laufen. Aber lass doch mal die Gläser immer stehen. So. Hä? Wieso fängt er das nicht? Noch höher kann ich auch gar nicht klettern. Wieso hält er sich denn da nicht fest? Dafür. Ich brauche nur irgendwas, um gegen diesen Schalter da unten zu werfen. Und das, glaube ich, ist da gar nicht, was ich machen muss. Ja, warum habe ich diesen blöden Knopf festhalte? Aber. Die muss ja da irgendwie raufkommen. Warte, wo kann ich auch nicht?
Hier kann ich auch nicht. Es geht nur. Geht, warte mal. Es geht aber nur in die eine Richtung. Darüber geht's nicht. Okay. Was macht er denn? Was ist denn das? Wieso kann ich denn da nicht abspringen? Durch doch die ganze Zeit den Sprungknopf von Potsdam macht er das nicht. Was? Also Sprung halten, also das ist irgendwie. Mache ich doch die ganze Zeit schon. Wie macht er das denn nicht? Guck mal da. Ich bin doch nicht ganz so hoch. Ich bin hier schon abspringen. Ja, endlich. Okay, das Schwingen ist hier auch nicht so leicht. Weil das andere Seil da ganz im Weg ist. Noch ein bisschen. Und. Ja, super. Hier. Alter. Okay, hier ist ein ekliges Gehirn. Okay, jetzt die Frage, ob ich mich da ranhängen soll. Oh, Mann. Okay. Das funktioniert jedenfalls auch. So, das wabbelige Gehirn schmeißt jetzt oben den Knopf gegen. Hier rein. Biologieunterricht. Kann man es einfach rausschleichen? Muss man warten, bis sie weg ist. Was macht sie denn da? Was macht sie denn da? Ekle Tante. Hoffe ich zumindest. Natürlich müssen wir hier längs. Wo sollten wir auch sonst längs gehen? Das seziert gerade ein Herz. Was ist das? Ich war schon so dicht am Ziel. Kann mir das Herz eigentlich wegnehmen? Na, das mache ich jetzt nicht. Aber könnte man vielleicht machen.
Okay. Also so ist das nicht gedacht. Ich sehe. Das ist die Frage, wie es gedacht ist. Ich glaube, jemand das Herz. Guck mal, was passiert. Wieder reinkommen, ohne dass sie es merkt. Okay, so geht's auch. Schleichen ist immer die beste Option. Ihr entkommen. Oh. Ich dachte, jetzt bin ich tot. Was brauchen wir? Oh, okay. Gut zu wissen, dass. Gut zu wissen. Nein, wird ja auch kommen. Okay, wird auch noch. Ach, guck mal. Das ist ja gut. Warte mal. Nee, lass mal Hammer liegen. Oh. Okay. Vielleicht muss ich doch mal den Hammer mitnehmen. Ich kann auch so machen, einfach laufen. Verschiedene. Okay, das klappt nicht. Verstecken klappt nicht. Da brauchen wir auch gleich schon. Auf den Sack hier die kleinen Sträuche. Jemand an der Kante hier gehen? Hä? Lässt er den Hammer auch mal los, wenn er ein bisschen von diesem Eimer getroffen wird? Das ist ein bisschen Quatsch hier, ne? Vom Sledgehammer. Nein! Oh nein! Ach Mann. Okay, dann haben wir draußen liegen, ist mal gut. Das ist echt ein kleines Timing gefragt hier. Leider so. Aber kommt aus dem Schrank, kann ich nicht direkt gegen den Schrank ballern gleich? Das geht wahrscheinlich nicht, ne? Was soll ich denn das schaffen hier?
echt geil, dass ich wieder zuhaut mit Mama. Nein! Ich muss doch schon warten. Warum warte ich denn nicht? Warum warte ich denn nicht diese paar Minuten da? Ist doch gar nicht. Jetzt habe ich zu lange gewartet. Okay, komm, los geht's. Sag mal, jetzt habe ich das Timing gar nicht mehr drauf, oder was? Was mache ich denn da jetzt? Was ist denn da los? Ich habe das gerade eben auch hingekriegt. Verarschen? So. Nochmal hier. Komm hier. Porzellanköppe, ey. Kapett. So. Ja, sauer, du. Aber hier muss ein bisschen länger warten, oder beziehungsweise. Versuch 222. So. Komm. Alter, das macht mich gerade richtig sauer, der Scheiß. Also, nur fürs Verständnis, es ist so, das ist ein bisschen träge, dieser Schlag. Und deswegen ist das Timing gut gefragt und ich habe das Timing irgendwie... Ja, das ist cool. So. Jetzt kriege ich es aber hin. Ich spüre es in meinen Urin. So, nochmal. Nervt mich total. Ja, die waren jetzt nicht so schwer. Ab dieser Stelle an die Programmierer gesagt, ich programmiere das Spiel nicht zu Ende. Ich lasse den Typen das tausendmal probieren, bis er keinen Bock mehr hat und schmeißt das weg. Dann brauchen wir nicht weiter programmieren. Super. Oh. Ey, das ist doch nicht normal. Wie oft kann man denn so einen Fehler machen? Ganz im Ernst. Wie oft kann man so einen Fehler machen? Das ist die Frage. Nein, das gibt's nicht, das gibt es nicht, das gibt es doch nicht. Ah. Wie ätzend ist denn das? Thank you.
Mann. Wie dumm. Ganz ehrlich, wie dumm ist das denn? Ich weiß nicht, wie wir jetzt noch bekommen. Aber es geht mir auch um Zeiger. Boah! Nee, ich muss alles nochmal machen. Muss ich jetzt alles nochmal machen? Na, Gott sei Dank. Und den haben wir ein bisschen mit haben anscheinend. Okay. Ganz ehrlich. Kann man eigentlich hier so eine Klappe hier aufmachen oder so? Das wäre witzig, vielleicht wäre da irgendwas drin gewesen oder so. Oben hängt doch einer. Und die holen wir auch da runter, und zwar so. So, endlich haben wir ihn wieder. Oh, hoffentlich bist du nicht tot. Na los? Ich bin's. Ja, ich bin's. Ich habe eine andere Maske auf, ich habe jetzt eine Dose auf. Für ihn erkennst du mich vielleicht auch nicht. Ich bin der Dosenmann. Komm. Wir sind hier raus. Jetzt durch. So, bei dem Klavier bleiben wir und spielen beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, bleibt mir nichts anderes zu sagen als abonniert mich. Vielen Dank, bis dahin. Tschüss.